Mir macht die Interaktion mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Spaß und ich sehe die FEJler bei uns auch als Wissenschaftler und Wissenschaftler an. Ich sage auf Englisch FEJ Students. In den curricularen Veranstaltungen, die wir konkret betreuen, wären das Praktika im Masterprogramm oder eben Doktorarbeiten oder Masterarbeiten. Das ist ja erst recht spät im Studium. Aber wir sehen das durchaus als Chance, eben auch mit Jüngeren in Kontakt zu kommen und zukünftige Studenten für unsere Projekte eben auch schon im FEJ anzusprechen. Wir haben im Bereich unserer Forschung zur Stammzellbiologie und zur Genomeditierung relativ viele Schritte, wo wir DNA-Fragmente isolieren, vermehren müssen, schneiden müssen, in neuer Konfiguration zusammensetzen müssen. Das nennen wir Klonieren, hat jetzt nicht mit dem Klonschaf Dolly direkt zu tun, weil wir halt Bakterien nur klonieren, keine eukaryotischen Lebewesen. Aber wir wollen eben diese Arbeitsschritte eben den FEJlern und FEJlerinnen gut beibringen und sind da sehr froh, dass wir das häufig so schnell schaffen, dass wir da über die ganze Zeitraum sehr, sehr gute Arbeiten haben. Also ich als Betreuer und wahrscheinlich viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehen natürlich das freiwillige wissenschaftliche Jahr schon in diesen drei Teilen freiwillig. Wissenschaftlich und ja, freiwillig ist eben, dass wir keine große Bezahlung leisten können, sondern nur ein gewisses Taschengeld ausgezahlt wird. Wissenschaftlich eben, dass wir eben schon den Anspruch haben, euch das wissenschaftliche Arbeiten nahezubringen im Rahmen der Möglichkeiten, die man halt mit der Schulvorbildung hat. Und ein Jahr, weil es eben wichtig ist, dass wir eben auch ein Jahr Zeit haben. Ihr werdet ein Drittel des Jahres dafür brauchen, um überhaupt erstmal im Labor Routinetätigkeiten zuverlässig machen zu können. Ich glaube, jeder ist so ein bisschen unsicher, wenn er aus der Schule rauskommt. Viele von uns haben ja einige Ideen. Man wird so ein bisschen in die Welt geschmissen und weiß nicht ganz, wohin mit sich. Und ich finde, dieses eine Jahr hat mich dann doch durchaus in meinen Bestrebungen, in meinen Ideen bestätigt, in die Forschung zu gehen. Das hat ja verschiedene Gründe. Zum Ersten wollte ich, bevor ich ein langes Studium beginne, erstmal wissen, wie es denn ist, in der Wissenschaft zu arbeiten. Und ich bin der Meinung, dass man das vor allem durch dieses eine ganze Jahr sehr gut lernen kann. Ein Praktikum, klar, gibt einem einen Einblick, aber auf keinen Fall das tiefe Verständnis eines FEJs. Tatsächlich, das Arbeiten, es klingt so banal, aber am Ende des Tages zu sehen, was man denn bereits in mehr oder weniger so jungen Jahren erreichen kann, was man hier bereits alles schaffen kann mit seiner Arbeit und wie man auch dem Team hilft, ist ein großes Geschenk.